Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Transomworld 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Heute wollen wir uns das Remaster der West Somerset Railway anschauen. Die West Somerset Railway ist eine der ältesten Transomworld-Strecken und aktuell als DLC für Transomworld 4 erhältlich. Das Remaster dieser Strecke ist ein sehr großes Update gewesen, welches am 1. Februar 2024 für Transomworld 4 veröffentlicht wurde. Wenn ihr im Besitz dieser Strecke seid, dann habt ihr das Update kostenlos bekommen. Wenn ihr die Strecke noch nicht im Besitz habt, könnt ihr sie aktuell noch bis zum 12. Februar für den Preis von 4,59 € auf Steam für die PC-Version von Transomworld 4 kaufen. Der Normalpreis dieser Strecke beträgt 22,99 €. Ja, und da würde ich sagen, begeben wir uns mal direkt zu dieser Strecke, wählen uns einmal die West Somerset Railway aus. Die West Somerset Railway, wie gesagt, eine der ältesten TSW-Strecken, die ist im Jahr 2018 veröffentlicht worden. Sanfte Hügel, grüne Wiesen, das Meer nicht weit entfernt und die längste Normalspurbahn von Großbritannien. All das finden Sie in Transomworld West Somerset Railway. Fahren Sie Ihre Züge bei der berühmten Dieselgala und unterhalten Sie die Touristen vor ihrer vor Diesel strotzenden Lokomotiven, während sie durch die Landschaft von Somerset brettert. Ja, so viel zum Thema der West Somerset Railway. Es ist gleichzeitig auch eine Museumsbahn. Und neben der Dieselgala hat sich mit dem großen Update auch ein zweiter Fahrplanmodus hier dazu gesellt. Das ist nämlich eine Dampflokgala. Ihr habt jetzt also zwei Fahrplanmodi auf dieser Strecke und somit auch die Möglichkeit, dort Dampflokomotiven zu fahren. Wir schauen hier mal auf den ursprünglichen Fahrplanmodus. Die Strecke bietet euch zwei Diesellokomotiven, einmal die Class 09, eine so eine kleine Rangierlok, die wir hier sehen, und einmal die Class 47, hier in der West Somerset Railway Lackierung. Dazu gibt es außerdem die MK1 Personenwagen und daraus bestehen dann auch die Szenarien aus diesen Fahrzeugen und außerdem der Fahrplanmodus. Natürlich können auch weitere Diesellokomotiven anderer DLCs gefahren werden, so die Class 08 zum Beispiel, die ist ja bei mehreren DLC dabei, die Class 101 von der Tees Valley Line, also die dreiteilige Einheit. Die Class 20 kann gefahren werden. Ihr übernehmt da immer einen Teil der bestehenden Fahrplanfahrten. Dann die Class 7, die Class 31, die Class 40 und die Class 45. Also das ist absolut hier ein Fahrplanmodus für Fans der britischen Diesellokomotiven. Die Class 33 und die Class 52 sind auch als DLC-Lokomotiven für diese Strecke vor einigen Jahren veröffentlicht worden. Hier gibt es einige Fragen dazu, warum die Class 52 nicht trotz dass DLC im Besitz ist, nicht auf Great Western gefahren werden kann. Die Erklärung ist hier ganz einfach, und zwar, wenn ihr diese Lok im Fahrplanmodus von Great Western fahren wollt, da braucht ihr das DLC Diesel Legends auf Great Western. Da braucht ihr also ein anderes DLC. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwierig durchzublicken, aber wie gesagt, hier, das ist halt der Fahrplanmodus, der ursprüngliche, der eben auch angepasst wurde, soweit ich das weiß, und das ist der komplett neue Fahrplanmodus, wo es um die Dampfloks geht. Auch hier können wir die beiden Diesellokomotiven fahren, die zur Strecke gehören, dann den Dieseltriebwagen Class 50 von West Cornwall Local und unsere Flying Scotsman. Diese Lok ist ja bereits bei TSW 4 in der Special und Deluxe Edition schon dabei, genauso um Flying Scotsman Starter Pack. Sie kann auch einzeln als DLC erworben werden. Bei den restlichen Dampflokomotiven wird auf die Dampflokomotiven LMS Fowler sowie auf die Jubilee und auf die Stania 8F aus dem DLC Peak Forest zurückgegriffen. Das ist ein weiteres britisches Strecken-DLC, wo ihr eben diese drei Dampflokomotiven dabei habt, und die Strecke kann ich euch auch nur empfehlen. Ausnahme bildet hier die Jubilee Class. Hier genügt es auch, wenn ihr zum Beispiel dieses Steam Welttour für West Cornwall im Besitz habt, da wird diese auch berücksichtigt. Ihr seht, es wirkt übersichtlich, aber man muss schon ein bisschen den Durchblick hier haben. Ja, so viel also dazu. Also wenn ihr alle Fahrten machen wollt, müsst ihr auch bestimmte DLCs besitzen, aber allein wenn ihr jetzt nur die Flying Scotsman habt, dann habt ihr ja auch schon zahlreiche Fahrplanfahrten, und da ist jetzt nicht nur von A nach B, sondern eben auch Lok umsetzen, auch Fahrten mit dem Tender voraus zum Beispiel dabei. Also da ist auch schon jede Menge, was euch da zur Auswahl steht. Ja, und ich würde sagen, wir machen heute mal eine der Tonten Shuttle-Fahrten. Begeben uns dazu erstmal hier zu unserer Class 50-2, wie gesagt von der West Cornwall-Strecke, und würde ich sagen, wir machen mal früh um 9
Genau, begeben wir uns mal um 9 dahin. Da mache ich das Wetter jetzt mal auf schönes Wetter, damit wir uns auch von der Strecke was anschauen können. Jahreszeit auf Mai. So, und wir sollen diesen Zug jetzt von Norton Fitzwarren nach Bishop's Ladder fahren. Ich spreche es hundertprozentig falsch aus, ich weiß. Ja, und da können wir einen ersten Einblick von diesem riesengroßen Update für diese Strecke gewinnen. Also ich finde das mit dem Dampfloks ein ganz tolles Stück. Taunton Shuttle. Und wir sollen diesen Zug halt von Norton Fitzwarren nach Bishop's Ladder fahren. Hier sehen wir noch die Daten für unseren Zug und dann können wir ja gleich mal einen Blick auf diese Strecke werfen. Hier, das ist der südlichste Punkt, ich blende euch das mal ein. Das gehört schon gar nicht mehr zur West Somerset Railway, die eigentliche West Somerset Railway beginnt hier. Und hier unten ist quasi so dieses Zubringergleis zur Hauptstrecke von Great Western. So, und die Strecke selber führt dann, wie gesagt, immer hier weiter nach Norton, leicht nach Nordwesten, bis nach Minehead hinauf. Die Gesamtlänge sind, glaube ich, 32 Kilometer. So, hier, wie gesagt, das ist der Abzweig. Hier befindet sich die Hauptstrecke von Taunton. Und hier gibt es seit dem Update auch einige KI-Züge zu sehen. Die Strecke wurde allerdings nicht bis nach Taunton erweitert. Das hat man nicht gemacht. Das war auch nie angekündigt, sondern man hat, glaube ich, soweit ich weiß, das Streckennetz nur ein bisschen angepasst und jetzt eben hier auch KI-Verkehr eingefügt. Und wie ihr seht, hat diese Strecke auch eben die neuen TSW4-Features erhalten. So, wir werden jetzt hier mal die Rücklichter ausmachen und unser Fahrzeug erst einmal startklar machen. Schalter ein, dann den auf vorwärts setzen, so Fahrschalter aus, das ist richtig, so wir machen uns noch das AWS-Zugsicherungssystem an, so dann müssten die Lichter ausgeschaltet sein, genau, wir haben natürlich jetzt hier nicht die korrekte Zugzielanzeige, die ist glaube ich auch nicht dabei und dann würde ich sagen, lösen wir einmal die Bremse und setzen uns dann mit unserem Zug in Bewegung in Richtung, ja, unseres Ortes, wo wir hinfahren sollen. Ja, wie gesagt, das ist der Taunton Shuttle und der wird an solchen Dampftagen eingesetzt zwischen der Stadt Taunton. Wenn ihr Taunton ist ja hier die nächste Stadt, die an das britische Eisenbahnnetz angebunden ist. Ihr könnt zum Beispiel von London bis nach Taunton durchfahren mit dem Great Western Express. Das ist auch die Strecke, die dann weiter bis in den Südwesten von England führt, beispielsweise nach Penzance. Also ein Teil der Great Western Railway. Und an besonderen Tagen, so wie es hier jetzt dargestellt ist, an besonderen Tagen gibt es halt entlang dieser West Somerset Railway, wo wir jetzt hinfahren, an diesem südlichsten Startpunkt der West Somerset Railway, da gibt es halt immer Dampflok-Veranstaltungen und auch in diesem Jahr stehen da schon wieder einige auf dem Plan, könnt ihr euch auch im Internet anschauen. Und aus Anlass dieser Veranstaltungen wird halt dieser Taunton Shuttle eingesetzt. Das heißt, ein Zug, der quasi die Leute von Taunton vorbei an Norton Fitzwarren bis nach Bishop's Ladder hinauf fährt, sodass die Leute da ohne Probleme zu ihren Zügen kommen. An Tagen, wo keine Events auf der Strecke sind, sondern der ganz normale Fahrplan gefahren wird, da gibt es einen Bus, der Taunton mit der West Somerset Railway verbindet. Und dieser ist, glaube ich, die Linie 28, so wie ich das heute gelesen habe. Aber an solchen speziellen Dampf-Galatagen, da wird halt eben auch mal so ein Zug eingesetzt. Die West Somerset Railway, wie gesagt, eine der ältesten Train-Sim-World-Strecken. Erschien ursprünglich im Mai 2018 für das erste Train-Sim-World. Dann sicherlich irgendwann, ich glaube mal irgendwann ein Train-Sim-World, also irgendwann mal ein Update bekommen. Und also dieses Preservation Upgrade, was ja alle Strecken bekommen haben. Und dann war es relativ lange ruhig um die Strecke. Also mein damaliger Hauptkritikpunkt war natürlich, dass es lange Zeit keine Dampflokfahrten auf der Strecke gab. Wobei das ja eigentlich ab TSW 3 kein Problem mehr war. Da konnte man sich das selber mit Szenarien bauen, wenn man das Ganze wollte. Das haben damals auch einige gemacht. Und ab TSW 4 ist es ja noch einfacher geworden. Denn ab Transim World 4, geht man einfach ins freie Spiel und aber jetzt hat sich Entwickler Dovetail Games halt entschlossen, dieser interessanten Strecke ein
großes Upgrade zu geben. Das Upgrade hat die ganzen TSW4-Features auf dieser Strecke hinzugefügt. Dann, wie gesagt, der große neue Fahrplanmodus, der jetzt eben auch Dampflokomotiven mit berücksichtigt. Dann ein angepasster Fahrplanmodus. Und man hat diese Strecke von der Sünderich auch nicht eins zu eins übernommen. Ihr seht es ja bestimmt schon hier, die Vegetation links und rechts ist neu aufgebaut worden, angepasst worden. Das sieht jetzt hier viel, viel stimmiger aus. Ich bin die Strecke vor einigen Tagen kurz vor diesem Update mal gefahren und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also hier wurde, ich würde es mal so sagen, kein Stein auf den anderen gelassen, sondern hier hat man sich schon echt Mühe gegeben, das Ganze hier etwas authentischer darzustellen. In Teilen der Orte entlang dieser Strecke, beispielsweise an der Endstation Minehead, an der nördlichen Endstation, da sind wohl sogar Teile der Stadt neu aufgebaut worden. Also da, das ist auch in einigen Artikeln zu diesem Projekt wunderbar beschrieben, dass da wurden Teile der Stadt komplett neu aufgebaut. Also damit das einfach ein bisschen, sage ich mal, realistischer aussieht. Wenn jemand dort in der Gegend war, die Person kann das natürlich, wenn sie möchte, gerne beschreiben. Inwiefern das mit der Realität übereinstimmt, diese Gegend. Ich selber habe es dort noch nicht hingeschafft. Aber ja, scheint auf jeden Fall, ist das eine Gegend, die auch bei Touristen sehr beliebt ist. Und die Gegend lebt zum Teil auch vom Tourismus. Die Strecke befindet sich auch in unmittelbarer Nähe des Exmoor National Parks. Ein bekannter Nationalpark. Und wenn das nördliche Ende der Strecke erreicht ist, in Minehead, da befindet ihr euch dann am Bristol Channel, also am Meer, am sogenannten Bristol-Kanal. Aber noch in England würdet ihr dann auf die andere Seite des Kanals übersetzen, dann erreicht ihr Wales, da ist gegenüber liegt die Stadt Cardiff. Die Gegend, wo wir uns hier befinden, ist auch sehr ländlich. Wie gesagt, die nächste Stadt in Richtung Süden, das ist Taunton. Die nächsten wirklichen Großstädte, die sind schon ein ganzes Stück weiter weg. Das sind im Osten Bristol, im Norden Cardiff und im Süden Exeter. Und im äußersten Südwesten Penzance, wobei Penzance ja eigentlich schon keine größere Stadt mehr ist. So, ihr seht, wir sind ein bisschen später losgefahren. Und ich glaube, die Fahrgäste machen sich schon Sorgen, dass sie hier ihren Dampfsonderzug nicht erreichen werden. Aber mal gucken, ich denke mal, der wird ja natürlich warten, denn die Menschen haben natürlich hier teure Karten bezahlt. So eine Fahrkarte auf der West Somerset Railway, Dampfsonderzüge und Museumsbahnen, sowas kostet immer Geld, auch in Deutschland, in Großbritannien, aber so wie ich es gelesen habe, glaube ich 42 Pfund. Aber das ist natürlich für Fans auch absolut wert. Und ich war ja im vergangenen Jahr selbst in Großbritannien gewesen. Ist natürlich, gerade wenn ihr den Zug fahrt, das ist zum Teil schon etwas teurer als beispielsweise in Deutschland. Dafür aber, ja, schöne große geräumige Züge. Das muss man schon sagen. Ein Flughafen-Express, wo sehr viele Fahrgäste unterwegs sind und trotzdem die Gänge freigehalten werden. Also ich rede vom Stansted Airport Express. Übrigens auch wäre das auch mal eine schöne Idee für Trains im Wirt, diese Strecke mal zu bauen von London, Liverpool, Lime, oder ist das Lime Street oder Liverpool Street? Einer von beiden ist das. Ich glaube, Liverpool Street müsste es sein. Bis zum Flughafen Stansted. Wäre auch mal meiner Meinung nach ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Und diese Züge dort immer gut gefüllt, verkehren stündlich, ich glaube bis alle halbe Stunde fahren die sogar, immer gut gefüllt, und trotzdem kriegt jeder sein Gepäck unter. Das muss man schon sagen, das würde man sich auf manchem Flughafenbringer in Deutschland auch wünschen. Ich sag mal, beim Dresdner Flughafen kann ich euch aus Erfahrung sagen, es ist nicht das große Problem, denn da verkehrt ja meistens ein Zug mit zwei Doppelstockwagen. Das reicht für diesen kleinen Flughafen auch völlig aus. Aber ich habe zum Beispiel in Berlin da schon etwas andere Dinge erlebt. Ein kleiner Talent 2. Sind zwar alle Fahrgäste mitgekommen, das war nicht das Problem. Aber eben, naja, war schon abenteuerlich, das Gepäck dann noch mit unterzubringen. Aber gut, jetzt wollen wir nicht weiter irgendwelches Bashing betreiben, sondern wir wollen jetzt hier an unseren Endpunkt den Zug zum Stehen bringen. Wir kommen tatsächlich pünktlich an, also es ist genug Zeit hier eingeplant. Übrigens, 25 Meilen, die Geschwindigkeit, die wir jetzt hier gefahren sind, das ist auch die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke. Also ihr seid hier sehr gemächlich unterwegs. Das ist halt
Ja, eine Museumsbahn. Also ihr seid langsamer als auf der Nebenstrecke unterwegs. Die zweitlangsamste Strecke, das dürfte ja die Nittertalbahn sein. Da geht es auch mit 60 gemächlich durch die Gegend. Und hier sind wir unterwegs mit einer Geschwindigkeit eben so von höchstens 25 Meilen pro Stunde. Das sind umgerechnet grob 40 Stundenkilometer. Also hier braucht ihr Zeit. Die Fahrt von Bishops bis nach Minehead, die dauert laut den Fahrplänen hier so eine Stunde 20, Stunde 10 bis Stunde 20 Minuten. Also da seid ihr schon relativ lang unterwegs. Aber es gibt mit dem neuen Fahrplanmodus auch teilweise, gerade mit den Dampflokomotiven, teilweise auch geteilte. So, jetzt mache ich aber die Türen hier auf. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo das in einem Fahrzeug sonst geht. So, für uns ist hier Endstation. Das bedeutet, dass der erstmal die Signalleuchten hier ausmachen kann. Der Zug würde jetzt dann gleich wieder zurückpendeln. Wir können uns aber erstmal hier an dem Bahnhof ein bisschen umschauen. Und hier sehen wir schon eine, das ist glaube ich eine Jubilee Class. Ich bin auch schon eine Fahrt mit der Flying Scotsman hier unterwegs gewesen. Das hat auch Spaß gemacht. Und dieser Zug wartet quasi, bis nun hier unsere Fahrgäste umgestiegen sind. Wir sehen kurz die Auswertung, aber wir werden jetzt hier auf jeden Fall noch im Spiel bleiben. Wir kriegen Platin. Ja, bald wird es nicht mehr so einfach sein, sich hier Platin zu verdienen. Denn so 43 würde der Zug jetzt wieder zurückfahren. Das heißt, wir hätten Zeit, den jetzt abzurüsten. Vielleicht können wir noch sehen, wie der hier drüben abfährt. Ansonsten könnten wir auch den Zug wechseln und einfach sagen, wir fahren jetzt mit dem weiter. So, schaut mal hier, die schönen MK1-Wagen. Es sind auch verschiedene Typen hier dabei. Die sind auch in der Farbgebung. Das ist, glaube ich, White Cream. Und das hintere ist, glaube ich, White Chocolate oder sowas. Also die haben solche, wirklich solche Namen. Ja. Aber auch diese ganze Ausgestaltung. Also man erkennt die Strecke nicht wieder. Muss man ganz ehrlich sagen. Hier steht auch noch ein historischer Wagen. Der stammt aber, glaube ich, aus diesem Peak Forest DLC. Ja. Und ich finde es halt auch eine schöne Idee mit diesem Pendelzug. Muss ich echt sagen, finde ich echt eine schöne Idee, dass man eben auch sowas eingebaut hat. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das Ding hier abrüsten. Wahrscheinlich erstmal die Bremse, schätze ich mal. Weil wir müssten ja, wenn wir jetzt zurück wollen, mal gucken, ob wir die Zurückfahrt machen. Dann müssten wir erstmal den. Dann muss der hier auf aus. Ja, der ist auf ausgeschaltet, okay. Nee, Quatsch, der muss auf ausgesetzt werden. So, da müssen aber noch irgendwie hier die Lichter ausschalten. Also ihr wisst schon, hier die vorderen Lichter. Signallichter sind aus. Wir brauchen ja nur die Rücklichter für die Rückfahrt. So, volle Leistung, okay. Dann können wir ja mal versuchen, ob wir den sperren können. So, und dann müssten wir hier nämlich für die Rückfahrt, oder? Der würde ja nach, ja genau, der würde jetzt da wieder hinfahren, wo wir hergekommen sind. Wie komme ich denn hier raus? Ah ja, gehen wir jetzt über den Hauptweg raus und fertig. So, können wir uns auch mal unseren schönen Triebwagen hier anschauen, der gegenüber der Dampflok steht. Oh, schon einige Leute wieder dabei, die wieder zurück wollen. Neue Szenarien gibt es hier mit dieser Strecke allerdings nicht, die jetzt hier geliefert wurden. Sondern da müssen wir auf die alten Szenarien zurückgreifen. Aber das ist nicht schlimm, denn das macht auch Spaß, die nochmal zu spielen und dabei die Strecke hier in diesem neuen Gewand zu erleben. So. Dann nehmen wir jetzt hier Platz. So, hier müssen wir jetzt natürlich erst einmal die roten ausschalten. Die Signalleuchten einschalten. Das auf Tag setzen. So, dann den auf Vorwärts setzen. Der steht hier auf voller Leistung. Gut, und damit wäre der Zug für die Rückreise schon bereit. Wisst ihr was, wir haben ja noch so viel Zeit. Da können wir uns natürlich jetzt hier noch ein bisschen am Bahnhof umschauen. Soll ich euch mal eigentlich mal was sagen? Ich bin, glaube ich, noch kein einziges Mal die West Somerset Way. Doch, einmal mit Aufnahme. Einmal voll abgefahren. So.
Da sehen wir auch die ganze Ausgestaltung. Hier können wir... Ach, Milchkannen sind das, glaube ich, die wir jetzt hier aufstellen. Ist halt die Frage, wann fährt der andere Zug hier am Nebengleis ab? Müsste sich ja normalerweise bald auf den Weg machen. Aber schon sehr liebevoll ausgestaltet. Hier könnten wir ein Szenario starten. Wenn wir das wollen. Hier können wir, dachte ich, was platzieren. Aber anscheinend doch nicht. Auf den Tafeln, das weiß ich gerade nicht. So, wo ist Streckenkarten? Wo seid ihr? Gut, wir gehen mal über die Brücke. Und da können wir so, kommen wir sogar rüber. Oh! Und hier ist eine Werbung für West Somerset Railway. Und das ist ja lieb, dass sie warten. Guten Tag. Dankeschön. Ja! Nur kein Stress hier. Oh, da können wir schöne Bilder machen hier. Das sieht doch schon toll aus, oder? Was meint ihr? Auf der Brücke stehen und gucken, wie die Züge unten durchfahren. Ja, ich gehe ja schon. Gute Weiterfahrt. Nächstes Mal nehmen wir hier den Bahnübergang, der wahrscheinlich nur für den Bahnbetrieb ist. Dann würde der Zug den abfahren hier. Ich weiß es nicht. Den könnte man, wie gesagt, auch übernehmen. Aber die lassen die Leute anscheinend noch gar nicht einsteigen. So, ich gucke mal, ob wir noch irgendwas hier freischalten können. So, in 3 Minuten geht's erst los. Hier haben wir... Nochmal Werbung. Gibt es ja gar keine Streckenkarten. Ich glaube, das erste Mal, dass ich an der Streckenkarten suche. So, hier. Gibt es hier irgendwas? Nein. Oh, wir werden sie schon finden. Job und Safe. Okay. So. Sehen wir auch nochmal die verschiedenen Typen dieser Wagen. Doch sehr schön historisch eingerichtet. Die haben auch ein Update bekommen. Diese Wagen, die ja dazugehörten zu West Somerset, die haben auch ein Update bekommen. Und zwar hat man da auch zum Beispiel das Thema Licht und so weiter behoben. So, hier haben wir wieder Werbung. Okay, also anscheinend gibt es hier gar keine Streckenkarten, aber ich weiß es nicht genau. Man müsste gucken. Normalerweise gibt es ja eigentlich Streckenkarten hier bei jeder Strecke. Wie weit kommen wir eigentlich hier vom Bahnhof runter? Oh, können wir hier sogar, wir können sogar um den Bahnhof außen rum gehen. Keine Ahnung, ob das vorher schon so war, aber wie gesagt... Ich habe die Strecke damals, glaube ich, ihr könnt euch sogar das allererste Video, als die Strecke damals veröffentlicht wurde, im Jahr 2018, dazu könnt ihr euch das erste Video anschauen. Da sind wir auch ein kurzes Stück gefahren mit einer von den beiden Diesellokomotiven. Und damals gab es ja noch nicht viel zu dieser Zeit für Transam World. Da gab es halt dann nur diese beiden Dieselloks. Und dann kamen immer wieder neue Dieselfahrplanfahrten dazu, über die Jahre, so wie eben etwas veröffentlicht wurde, bis letzten Endes hier eben sogar die Möglichkeit dann geschaffen wurde, dass wir hier nun auch eben, ja, Dampflokomotiven fahren können. Was war das denn jetzt? Was habe ich denn hier gemacht? Diesen Eimer platziert oder was? Okay. Na gut. So, Leute, aber jetzt müssen wir auch uns langsam vorbereiten für unsere Fahrt. Und ich lasse natürlich hier den Führerstand extrem unsicher. Einfach offen. Sich da einer hinsetzt und mit dem Zug abhaut. Sowas soll es gegeben haben. Also jetzt nicht auf der Strecke, zumindest nicht, dass ich wüsste, aber es soll sowas grundsätzlich schon mal vorgekommen sein. So. Liebe Dampflok, wann fährst du los? Wann fährst du los? Hat die schon einen Weg frei? Ja, Weg ist, glaube ich... Ne, der ist nicht frei. Blockieren wir einfach den Block der Dampflok. Die müsste ja jetzt bald auch losfahren. Hm. Aber schon schön, wie gesagt. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch die Rückfahrt, die paar Minuten... Und dann, ja, oh, wir haben auch Rot? Ach nee, wir müssen da wahrscheinlich erstmal die Leute einsteigen lassen, schätze ich mal. Fahrgäste einsteigen lassen, aber das habe ich ja, ach, bis 45. Ach Gott, das haben wir eine lange Wartezeit hier. Wo man wirklich gucken können. So, Türen sind aber offen, das akzeptiert das Spiel auch. Das heißt, wir... Ja, hatten genug Zeit für den Richtungswechsel. Ich mag ja sowas, wo du auch mal die Fahrtrichtung wechselst. Und das haben ja einige von euch, also einige gibt es ja wirklich die Transam Blade, die dann Livestreams machen von TSW. Und wo wirklich, die dann wirklich mal solche kompletten Schichten spielen mit dem Zug irgendwo hin, dann wieder zurück, dann den nächsten übernehmen. Ist auch sehr interessant, wenn man sich das mal mit anguckt. So. Können wir noch mal ein bisschen weiteren Blick werfen. In die Tiefe. Ja, es ist sehr, sehr ländlich auf jeden Fall geprägt, diese Gegend. Ich wundere mich nur, warum wir ja keine Streckenkarten haben. Also wie gesagt, Strecke 32 Kilometer insgesamt lang. Ja,
dann eben einige Haltestellen. Die Fahrt dauert aufgrund der geringen Geschwindigkeit hier relativ lang, von A und nach B zu kommen. Also wenn wir wirklich die komplette Strecke abfahren würden, müssten es ja 1:30 oder sowas sein. Weil dieser südliche Teil hier nach Norton Fritz-Werven, der zählt ja nicht zur eigentlichen West Somerset Vale. Also über die eigentliche Strecke dauert es ja schon 1:20. Wegen der geringen Geschwindigkeit. Und der letzte Teil dann, der, wenn man den dazu rechnet, wäre schon 1:30 sowas. 1:30, 1:35 auf jeden Fall. So. Also, na dann springen wir mal hinein. Für uns geht es nämlich auch gleich los. Wir bringen die wenigen, die jetzt hier schon wieder zurück wollen, wieder zurück. Und ja, werden uns dann... Vielleicht sehen wir ja dann was von dem anderen KI-Verkehr. Müssen wir mal gucken. So, ach so, genau. Türen schließen wir, glaube ich, dann... Ah, wie war das bei dem Fahrzeug? Das müsste eigentlich auch relativ... Türen rechts und Türen schließen... Nee, Zugbegleitung, nee. Türen rechts schließen. Nee, Türen rechts öffnen. Motorstart, das brauchen wir alles nicht. Türen links, da muss es ja eine Taste noch zum Türen schließen geben. Ist ja meistens ein blauer Knopf. Naja, egal. Wir machen das jetzt einfach so. Tab. Dann lösen wir die Bremse. Jetzt dürfte es auch anspruchsvoller werden. Denn wir müssen ja bergab fahren. Frag mich echt, wenn der Dampfzug hier losfährt. Gut, dann haben wir wieder 10 Meilen. Sind, wie gesagt, nur 2,6. Ist gar nicht so weit weg. Ne, ich dachte schon, der Dampfzug fährt los, aber der fährt nicht los. Hm. Ja, finde ich auch toll, dass es zum Teil jetzt hier wieder etwas kürzere Fahrten auf der Strecke eingebunden wurden. Finde ich persönlich sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Da nicht jeder unbedingt über 1:20 Zeit hat. So. Hier drüben sehen wir eine der DLC-Lokomotiven, wenn ich das jetzt richtig sehe. Genau, das ist die Class 33. Das ist wie gesagt ein DLC, was es für diese Strecke gibt. Zu den DLCs gibt es natürlich Szenarien. Wenn ihr beide DLCs besitzt, könnt ihr insgesamt 12 Szenarien auf dieser Strecke spielen. Hier sehen wir, glaube ich, das ist die Class 9. Die gehört ja zur Strecke dazu. So, und wir haben eine Zwangsbremsung. Das ist toll. Ach nee, das ist, wenn man den Richtungswender nochmal vorwärts stellt. Ach, je, wie kriege ich die wieder raus? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ah, musste ja natürlich passieren. Warum soll es auch mal ohne Fail abgehen? Ja, das ist, wenn man die Fahrzeuge nicht so in- und auswendig kennt. Hm. So. Ah, Moment mal. Also ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, wie ich das jetzt hier wieder rauskriege. Einfach nicht aufgepasst. Die war sicher berechtigt, die Anzeige. Also die Bremsung war berechtigt, davon gehe ich aus.
Okay, noch ein Zugsicherungssystem. Wieso komme ich hier jetzt nicht vom Fleck mit dem Ding? Sicherlich irgendwo noch eine Bremsung drin. Das DAA brauchen wir nicht. Steht auch auf Lösen. Jetzt, okay, wieso muss ich denn mit Stufe 5 beschleunigen? Ja, wollen wir einfach so beschleunigen lassen. Gut, haben wir also den Fail für heute auch mit drin. Muss ja schließlich auch dazu gehören. Es muss nicht, aber oft gehört es bei mir dazu, ihr wisst es ja. So, 4 Minuten, das ist natürlich, 3 Minuten, das ist natürlich ausgeschlossen, das zu schaffen. Dann können wir dafür nochmal einen Blick auf diese wunderschöne Landschaft werfen, also wie gesagt. Wenn ihr die Strecke habt, habt ihr sie vorher schon gehabt? Wie gesagt, ich hatte sie ja seit Anfang an, seit sie damals veröffentlicht wurde für TSW. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Update haltet. Das, was ich bis jetzt so gelesen habe, überwiegend sehr positiv. Klar, einige finden es natürlich schade, dass es nicht bis Tonten erweitert wurde. Aber so richtig offiziell angekündigt war das auch nicht. Es wurde nur mal erwähnt, das Streckennetz wird geringfügig erweitert. So, der bremst schon wieder. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ach, nee, Leute, wisst ihr, was das ist? Das ist dasselbe Problem, was wir schon mal hatten. Und zwar, wir hätten im hinteren Führerstand das Zugsicherungssystem deaktivieren müssen. Obwohl der hintere Führerstand eigentlich komplett deaktiviert ist und wir hätten das Ganze im hinteren Führerstand auch deaktivieren müssen. Denn das ist das, was uns jetzt runterbremst, was auch schon vorher runtergebremst hat. Ja, also ich vergesse das immer ganz gerne, weil man einfach auch denkt, wieso... Ja, 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 das ist hier. Genau. So, und dann machen wir das hier aus. Genau, aus. So, und das andere war hier nicht an. Wir sind hier nur mit dem AWS gefahren. Da kann das natürlich... Ja, aber das ist ein Fehler. Wie gesagt, denkt beim Führerstandswechsel wirklich daran, immer auch unabhängig, ob der Führerstand deaktiviert wird, denkt bitte auch daran, dass unbedingt diese Systeme auch deaktiviert werden. So, in genau 45 Sekunden müssten wir da sein. Haben wir heute wieder mal schön gefehlt. Okay, Leute, dann würde ich das mal so machen. Ich glaube, das machen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz zu Ende, oder? Dann sollen wir dann eigentlich da ankommen und dann müssten wir nur kurz warten. Und dann wird die Fahrt sowieso beendet für uns. Gut, also, mal wieder schön gefällt. Aber wie gesagt, denkt bitte daran, wenn ihr mit diesem Zugsicherungssystem fahrt, das gilt auch für die deutschen Züge, gilt eigentlich, glaube ich, für alle Züge oder für fast alle, wenn ihr den Führerstand wechselt, oder eben den Triebkopf, was auch immer. Auch wenn ihr den deaktiviert mit diesem Generalschlüssel, trotzdem separat dazu die Zugsicherungssysteme ausschalten. Ganz wichtig. Wie gesagt, ich habe es ja vergessen, ihr seht selber, was dabei rauskommt. So, hier müssen wir eigentlich nur noch den Berg hinunterrollen. Mehr müssen wir gar nicht machen. Wir können uns hier nochmal die Gegend anschauen. Wäre ich angefangen mit aufnehmen, ja, auf jeden Fall wird es doch ein paar Minuten länger durch den Fail als gedacht. Aber hier ging es ja zum Glück eigentlich nur noch bergab. Und wenn du zumindest konstant die 25 Meilen hier fährst, dann bist du doch eigentlich auch relativ zügig. Vielleicht sehen wir sogar auf der anderen Strecke so ein bisschen KI, wenn wir großes Glück haben. So, hier scheint es wieder gerade Strecke zu sein, aber da vorne war es, ging es doch wieder bergab. Das geht doch fast, auf dem Hinweg fast doch nur bergauf. Ich glaube auch, dass man hier so die Schienentexturen noch mal so ein bisschen getauscht hat. Die sahen doch vorher auch anders aus.
Wie gesagt, damals habe ich ja zu der Zeit, habe ich ja für Trains and World und auch für Trains and World 2 wirklich alles gesammelt an DLCs. Alles, was da neu rauskam für diese Spiele. Das hat auch lange gedauert, bis TSW damals dann wirklich attraktiv wurde. Das war ja erst so langsam ab TSW 2 der Fall, wo es dann noch Fernverkehrszüge gab und Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo das Ganze so ein bisschen erweitert wurde. Vorher gab es ja da noch nicht so viel. Das war ja, also das ganze TSW 1, da gab es ja, abgesehen von Great Western Express, gab es ja da nur Nahverkehr, Regionalverkehr, Güterverkehr, richtig so ICE und so weiter. Wie gesagt, es gab eine Ausnahme, Great Western, deswegen die Strecke habe ich euch ja um Weihnachten rum vorgestellt. Deswegen habe ich ja gesagt, die war damals die abwechslungsreichste Strecke beim ersten TSW. Das, die nächste Fernverkehrsstrecke, die dann kam, das war dann erst Köln-Aachen gewesen. Na gut, Northern Transpennine, ja, da konntet ihr auch Schnellzüge fahren. Aber das waren, meine ich, fast dieselben Fahrzeuge, die auch Regionalverkehr absolvieren. So, jetzt sind wir ein bisschen spät dran, haben noch über die Hälfte der Strecke zurückzulegen. Wie gesagt, prinzipiell finde ich es schön, so eine Pendelfahrt hier mit dem Triebwagen zu machen. Hat auch so was, immer zwischen zwei Bahnhöfen hin und her zu pendeln. Da gibt es ja auch einige Fahrten, die hier gemacht werden können. Wenn ihr sowas mögt, wie Fahrten, Führerstandswechsel und sowas, kann ich euch die Glossop Line empfehlen. Das ist eine relativ kurze Strecke, die den Ort Hatfield mit Glossop und Manchester Piccadilly verbindet. Und da müsst ihr zwingend, wenn ihr die komplette Linie abfahren wollt, mindestens einmal den Führerstand wechseln. Ich glaube, ausgenommen von zwei Fahrten. Und da müsst ihr sehr schnell sein. Das Ganze muss in 3 Minuten passiert, sonst übernimmt das dann die KI. Aber es ist durchaus zu schaffen. So, jetzt sind wir bei 26. Aber wir kommen gar nicht so spät an. Wir haben echt ein bisschen... ein bisschen getrödelt. So, wartet mal. Das muss nicht zu schnell werden hier. So, 0,6. Da vorne ist schon der Bahnhof in Sicht. Haben wir übrigens Glück, dass wir am Bahnsteig halten. Wenn wir auf dem Nebengleis halten würden, da sind dann nur 5 Meilen erlaubt. Und wir kommen tatsächlich ein bisschen verspätet jetzt natürlich an durch die ganze, durch diese beiden Zwangsbremsungen, die wir hatten. Übrigens, dieses Norton Fitzwarren, da ist, das ist kein offizieller Halt mehr, so wie ich das gelesen habe. Wie gesagt, es gibt also vom Fahrbetrieb her gibt es also keine regulären Fahrten mehr zwischen Bishops, Liedert und Taunton. Das ist einfach, entweder den Bus nehmen oder an solchen Tagen halt diesen Shuttle-Zug nehmen. Das ist halt nur das Verbindungsstück, falls zum Beispiel mal eine Lokomotive zu Gast auf der Strecke ist. Und dass alle 3 Dampfloks, die wir da fahren können, oder alle 4, sind ja Gastlokomotiven. Denn ich glaube, bei der echten West Somerset Railway, da fährt, meine ich, ein anderer Dampflok-Typ auf der Strecke. So eine 4-6-0. Also es ist ein leicht anderer Typ. Aber trotzdem schön, dass es jetzt endlich die Möglichkeit gibt, hier auf dieser Strecke Dampflokomotiven zu fahren. Also ich persönlich freue mich da sehr drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wäre das jetzt mit neuer Dampflok gekommen, dann denke ich mal, wäre es wahrscheinlich nicht mehr kostenlos gewesen, ist so mein Gedanke. Dann wäre das wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip geworden, wie damals mit der Long Island, also wie damals mit der Island Line 2022. Da kam ein neues Fahrzeug, aber gleich nochmal mit der Strecke dazu. So. Hier sollen wir noch warten. Hier steigt gar niemand aus oder ein. 5 Minuten später, aber das haben wir uns selber eingebrockt. Wir können nochmal gucken, ob wir hier irgendwo einen KI erwischen. Moment, da muss ich Taste 8 drücken. So, ob wir hier irgendwas... Ne, das ist die Nebenbahn. So, hier. Ob hier irgendwo nochmal ein KI vorbeisaust. Hier steht immer noch der eine Güterwagen, der so abgestellt hier ist. So. Und damit
ist die Fahrt für heute zu Ende. Insgesamt, was, wir waren nur 23 Minuten insgesamt unterwegs? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder meint er jetzt nur die Fahrt? Der meint, glaube ich, nur die Fahrt. Okay, gut. So viel zum ersten Eindruck, auch wenn wir ein bisschen gefailt haben zum Schluss. Den ersten Eindruck der West Somerset Railway. Also ich finde diese Idee mit diesem Remaster eine großartige Idee. Noch dazu, dass das wirklich kostenlos gewesen ist für all diejenigen, die die Strecke schon hatten. Und diejenigen, die sie noch nicht haben, können sie noch bis 12. Februar sehr, sehr preiswert, zumindest für den PC, sehr preiswert kaufen. Es wird euch da viel geboten, wenn, natürlich mit Voraussetzung, wenn ihr die anderen DLCs für die Fahrplanfahrten besitzt, aber auch so, wenn ihr nur TSW 4 Deluxe habt zum Beispiel, könnt ihr auch schon mit der Flying Scotsman da rumfahren. Also ich finde es eine schöne Idee. Ich würde mir das auch für andere alte Strecken wünschen, dass man solche Remasters macht. Vielleicht verbunden mit einer Extension, das heißt, dass man eben die Strecken, wenn es sich anbietet, bei der West Somerset Railway hätte sich das abgesehen von Taunton kaum angeboten, dass man vielleicht andere Strecken erweitert. Ich sag mal, mein persönliches Beispiel, ein schönes Remaster von Rhein-Ruhr und vielleicht im Osten nach Dortmund, im Westen nach Düsseldorf, wäre so meine Idee, zum Beispiel bei deutschen Strecken, und dann noch ein paar ICE-Fahrten mit drauf, wäre zum Beispiel eine der Ideen, aber lassen wir uns mal überraschen, aber ich bin der Meinung, wenn das Ganze jetzt gut ankommt und gut aufgenommen wird, habe ich das irgendwie ein Gefühl, dass neben neueren Produkten, die ja mal Weihnachten geleakt wurden, bei der letzten Roadmap vielleicht die ein oder andere Strecke nochmal als Remaster kommt, die wir kennen und vielleicht sogar erweitert wird. Da müsste man dann sehen, wie das dann gemacht wird, wenn man die schon besitzt und eine Extension dazu kommt. Aber ich bin so der Meinung, dass vielleicht kommt hier mehr auf uns zu, als wir denken. Ja, und ansonsten beachtet, wie gesagt, das Festival of Rail, das ist heute gestartet. Es gibt Livestreams auf dem Kanal von Trainsim World, unter anderem auch von deutschsprachigen Kanälen wie Trainsim Play und Ramagani, die da mitgewirkt haben. Und nicht vergessen, am 11. Februar 2024 dann Dovetail Direct Spring 2024, und da soll es wohl neue Ankündigungen geben, auch für Trainsim World 4. Und damit bedanke ich mich heute fürs Zuschauen, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und habt bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.